Bitte lächeln. Auf der Insel Sodor sind alle Loks sehr stolz auf ihre Eisenbahn. Sie wollen allen zeigen, wie gut sie dampfen, wie hart sie arbeiten und wie fröhlich sie schnaufen. Eines Morgens waren die Loks im Lokschuppen in Tidmouth. Ihre Dampfkessel brodelten. Sie freuten sich auf die Arbeit. Da kam der dicke Kontrolleur angefahren. Guten Morgen, Sir. Guten Morgen. Der dicke Kontrolleur hielt ein großes Buch in der Hand. Ich habe etwas, was ich euch zeigen möchte. Es ist ein Buch und heißt Große Eisenbahnen. Es enthält eine Menge schöner Fotografien von wirklich nützlichen Loks, die auf dem Festland dampfen. Die Loks pfiffen voller Bewunderung. Heute haben wir die Ehre, dass ein Fotograf nach Sodor kommt. Er wird von euch allen Fotografien machen. Die Fotos werden dann in Sodors eigenes große Eisenbahnenbuch kommen. Ihr habt jetzt alle Arbeit zu erledigen. Dampft stolz und schnauft so hart ihr könnt. Und keine Verspätungen. Der Fotograf reist zur Teezeit wieder ab. Die Loks waren sehr aufgeregt. Ich hoffe, der Fotograf macht ein paar Fotos von mir, während ich die Post ausliefere. Ich werde fotografiert werden, weil ich einfach die Lok mit dem strahlendsten Rot auf der Insel bin. Und ich werde oft fotografiert, weil ich die Tenderlok Nummer 1 auf der Insel bin. Nein, Thomas. Ich bin die Lok, die am häufigsten fotografiert wird, denn ich bin nun mal Gordon. Ich bin stark, schnell und klug und ziehe den Schnellzug. Und damit dampfte Gordon großspurig davon. Thomas ärgerte sich. Gordon wird nicht öfter fotografiert werden als ich. Dafür werde ich schon sorgen. Aber zuerst muss ich mal meinen Auftrag bei Bauer Trotters Bauernhof erledigen. Und rasch dampfte Thomas davon. Er klackerte und klapperte die Strecke entlang. Die Schweine von Bauer Trotter grunzten und schnüffelten. Plötzlich entdeckte Thomas Percy und den Fotografen. Thomas' Feuerbüchse zischte. Der Fotograf ist dabei, ein Foto von Percy zu machen. Wenn ich mich beeile, dann komme ich mit auf Percys Foto. Thomas ließ seine Kolben pumpen und raste zu Percy und überholte ihn in dem Moment, in dem das Blitzlicht blitzte. Tschüss, Percy! Blitz, Peng, fertig! Percy war so überrascht, dass er auf ein Nebengleis schlingerte und direkt in einen Kohlenhaufen knallte. Platzt einem doch der Kessel! Aber Thomas bekam davon nichts mit. Er war viel zu sehr damit beschäftigt, stolz auf sich zu sein. Thomas dampfte durch den Bahnhof von Marin und in Richtung Bauer Trotters Bauernhof. Gordon donnerte mit dem Schnellzug vorbei. Thomas lächelte. Ich bin sicher, Gordon ist noch nicht fotografiert worden. Ich muss den Fotografen gleich nochmal finden. Etwas später entdeckte Thomas den Fotografen. Er war gerade dabei, ein Foto von James zu machen. Wenn ich rase und sause, dann komme ich noch mit auf James' Foto. Thomas' Räder surrten. Er raste los zu James und erreichte ihn in dem Moment, in dem das Blitzlicht blitzte. Tschüss, James! Blitz, Peng, fertig! James war so überrascht, dass er gegen einen Prellbock knallte und seine Räder aus den Schienen sprangen. Oh, Schotter und Schienenräumer! Aber Thomas bekam davon nichts mit. Er war viel zu sehr damit beschäftigt, stolz auf sich zu sein. Thomas traf mit den Schweinen beim Hof von Bauer Trotter ein. Gordon rauschte an ihm vorbei. Ich bin schon auf 2 prachtvollen Fotografien gewesen. Thomas' Dampfkessel brodelte. Ich muss den Fotografen nochmal finden. Wenn ich mich beeile, bin ich am Ende auf mehr Fotos als Gordon. Also dampfte Thomas zurück Richtung Lokschuppen in Tidmouth und suchte den Fotografen. Dann entdeckte er ihn. Der Fotograf war gerade dabei, ein Foto von Henry zu machen. Henry sollte unter einer Brücke durchfahren. Wenn ich rase und sause, dann komme ich noch mit auf Henrys Foto. Thomas dampfte rasch auf die Brücke zu und näherte sich Henry rasend schnell. Thomas pfiff laut und lange. Da platzt einem doch der Kessel. Thomas, nicht so schnell! Der Fotograf war so überrascht, dass er seine Kamera fallen ließ. Oh nein! Meine Kamera ist kaputt!
Die Fotografien sind ruiniert! Thomas erschrak. Zunder und Asche! Dann stieg der dicke Kontrolleur aus Henrys Führerhaus. Thomas, was treibst du denn nur? Ich hörte, dass Percys Postwaggons entgleist sind. James ist mit seinem Flachwagen voller Blumen gegen einen Prellbock geknallt. Und jetzt, Thomas, ist die Kamera kaputt. Tut mir wirklich leid, Sir. Ich wollte unbedingt auf allen Fotos sein. Und jetzt ist keiner von uns auf einem Foto. Und es ist alles meine Schuld. Ich habe noch eine andere Kamera, aber die ist im Hafen. Es bleibt wohl keine Zeit mehr, sie zu holen. Thomas Schornstein zischte. Doch, das schaffe ich, Sir. Ich sause hin wie der Wind, um Ihnen Ihre Kamera rechtzeitig zu bringen. Thomas holte die Kamera ab und ließ seine Kolben pumpen. Auf dem Rückweg zum Fotografen sah Thomas Percy. Tut mir wirklich leid, Percy. Ich bin schuld, dass das passiert ist. Ich muss nur schnell die Kamera zum Fotografen bringen. Danach komme ich zurück und werde dir helfen. Dann entdeckte Thomas James. James war sauer. Tut mir wirklich leid, James. Wegen mir bist du gegen den Prellbock geknallt. Ich muss nur schnell die Kamera zum Fotografen bringen. Danach komme ich zurück und werde dir helfen. Der Fotograf freute sich, seine Kamera zu bekommen. Bitte sehr, Sir. Dankeschön, Thomas. Jetzt muss ich meinen Freunden Percy und James helfen. Thomas ließ seine Kolben pumpen. Dann sah Thomas Edward und Rocky. Edward schob Rocky gerade zum Hafen von Brentham. Rocky, ich brauche deine Hilfe. Bitte, Edward, darf ich mir Rocky ausleihen, um Percy und James zu helfen? Natürlich. Ich helfe immer gern, Thomas. Also wurde Rocky an Thomas angekuppelt. Und dann machten sie sich auf den Weg, um James zu helfen. Danke, Thomas. Danke, Rocky. Danach kümmerten sich Thomas und Rocky um Thomas' besten Freund Percy. Danke, Thomas. Danke, Rocky. Schließlich dampfte Thomas in den Lokschuppen von Tidmouth. Es war spät geworden. Er war müde. Der Fotograf ist schon wieder abgereist, Thomas. Ich bin sicher, dass ich auf wesentlich mehr Fotos bin als du, Thomas. Thomas lächelte. Das bist du bestimmt, Gordon. Ich musste meinen Freunden helfen. Und das war mir wichtiger, als auf irgendwelchen Fotos zu sein. Ein paar Tage später bestellte der dicke Kontrolleur seine Loks in den Bahnhof von Knapford. Der Fotograf war auch da. Er hielt ein großes Buch in der Hand. Das hier ist das Buch über Ihre Eisenbahn, Sir. Sodor und seine große Eisenbahn. Ich danke Ihnen. Ich glaube, es ist ein Buch über wirklich nützliche Lokomotiven. Thomas staunte. Oh, dampfender Dampfkessel. Auf dem Umschlag des Buches war ein Bild von Thomas und Rocky, wie sie Percy helfen. Thomas lächelte Percy an. Du und ich, Percy, das ist mit Abstand das beste Foto von allen. Das perfekte Geschenk für Salty. Die Zeit der Weihnachtsferien ist immer etwas ganz Besonderes auf der Insel Sodor. Es gibt Geschenke, Spaß, stimmungsvolle Momente und Überraschungen für alle. Eines Morgens waren Edward und Thomas im Hafen von Brentham. Thomas rangierte Waggons voller bunter Geschenkpakete. Oh, wow, Thomas! Die Zeit der Weihnachtsferien ist für mich die allerschönste Zeit im Jahr. Das ist sie für mich auch, Edward. Dann kam Salty angerattert. Hallo, meine Jungs. Oh, das ist eine hübsche Ladung Geschenke, die ihr da habt. Da werden sich die Kinder aber freuen. Du sagst es, Salty. Ich muss die Geschenke jetzt schnell zum Bahnhof von Knapford bringen. Sie müssen nämlich rechtzeitig zum Kinderfest da sein. Salty, magst du auch Geschenke und Feste? Salty lächelte. Oh, ich mache mir nicht allzu viel aus Geschenken und Festen, mein Junge. Was ich mag, ist eine gute Geschichte.
Das ist alles, was ich brauche. Salty rollte fröhlich davon. Edward ließ besorgt Dampfer. Ich bin sicher, eine gute Geschichte ist nicht alles, was Salty braucht. Salty braucht auch ein schönes Weihnachtsferiengeschenk. Ich werde ihm auf der Stelle eins besorgen. Victor wird ganz bestimmt etwas für Salty haben. Und damit schnaufte Edward zufrieden zur Lokwerkstatt. Dort waren Victor und Kevin. Hallo, Victor. Hallo, Kevin. Ich bin gekommen, weil ich ein Weihnachtsferiengeschenk für Salty suche. Das ist eine sehr gute Idee, Edward. Sieh dich hier nur um und finde etwas wirklich Besonderes für Salty. Dankeschön, Victor. In der Werkstatt stand Rosie. Sie strahlte bis über beide Puffer, denn sie wurde gerade neu lackiert. Da flog Edward eine Idee in den Schornstein. Ich bringe Salty einen Eimer mit leuchtender Farbe mit. Etwas später dampfte Edward fröhlich zurück in den Hafen und zu Salty. Salty, ich habe dir ein schönes Weihnachtsferiengeschenk mitgebracht. Ein Eimer voll mit leuchtend grüner Farbe. Jetzt kannst du so grün sein wie ein Weihnachtsbaum. Salty staunte nicht schlecht. Oh, du dieseliger Diesel, Edward. Ich kenne da eine Geschichte über grüne Farbe. Erzähl sie mir, Salty. Gern. Tja, es war vor langer Zeit. Da gab es auf der ganzen Insel keine rote Farbe mehr. Also entschied man sich, dass ich grün lackiert werde. Aber das hatte zur Folge, dass mich keiner mehr sah, weil sie alle immer noch nach einer roten Lok Ausschau hielten. Also, verstehst du, dass ich nie wieder grün lackiert sein möchte? Aber ich danke dir, Edward, für deine Freundlichkeit. Edwards Feuerbüchse zischte. Das war eine gute Geschichte. Salty lächelte. Ich mag eben gute Geschichten. Also klackerte und klapperte Edward zurück in die Lokwerkstatt. Victor staunte nicht schlecht. Salty möchte nicht grün sein. Ich muss ein anderes Geschenk für ihn finden. Kevin strahlte. Oh, ich habe eins für dich, Edward. Komm mal mit. Kevin präsentierte Edward einen schicken Schornstein. Edward ließ skeptisch Dampf ab. Salty ist eine Diesellok, Kevin. Er braucht keinen Schornstein. Ich weiß, aber der hier ist wirklich schick. Edward musste ihm zustimmen. Vielleicht gefiel Salty ein schicker Schornstein. Also sauste Edward wieder Wind zurück zu Salty. Ich wünsche dir fröhliche Weihnachtsferien, Salty. Ich hab dir einen schicken Schornstein mitgebracht. Jetzt wirst du die ungewöhnlichste Diesellok auf ganz Sodor sein. Salty staunte nicht schlecht. Du dieseliger Diesel, Edward! Ha! 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 Tja, ich kenne Geschichte über einen schicken Schornstein. Erzähl sie bitte, Salty. Gern. Tja, es war vor langer Zeit, da sollte ich einen schicken Schornstein bekommen. Er war diesem hier sehr ähnlich, mein Junge. Cranky war dabei, ihn vorsichtig abzusenken und auf mir abzusetzen. Und dann passiert etwas wirklich Seltsames. Der Schornstein zitterte und bebte, er wackelte und kippelte und schließlich fiel er herunter und rollte ins Meer. Plitsch, platsch und er war für immer verschwunden. Also, ich danke dir für deine Freundlichkeit, Edward. Aber ich werde deinen schicken Schornstein wirklich nicht annehmen. Edward stieß einen Pfiff aus. Verstehe. Das war eine gute Geschichte. Ja, du sagst es. Tja, ich mag nun mal gute Geschichten. Also dampfte Edward wieder zur Lokwerkstatt und gab Kevin den schicken Schornstein zurück. Edward hatte immer noch kein Weihnachtsferiengeschenk für Salty. Er begann sich Sorgen zu machen. Oh je, oh weh. Ich muss endlich ein Geschenk für Salty finden. Dann entdeckte Edward ein paar verschneite Tannen. Ich hab's, ein Weihnachtsbaum. Ich bin mir sicher, dass das ein ganz besonderes Weihnachtsferiengeschenk für Salty ist. Also dampfte und schnaufte Edward wieder den ganzen weiten Weg zurück zu Salty. Ich wünsche dir fröhliche Weihnachtsferien, Salty. Ich hab dir einen Weihnachtsbaum mitgebracht. Salty staunte nicht schlecht.
Oh, du dieseliger Diesel Edward. Ha, ho. Ich kenne eine Geschichte über einen Weihnachtsbaum. Erzähl sie mir bitte, Salty. Ja, gern. Es war vor langer, langer Zeit, Edward. Da bekam ich einen Weihnachtsbaum, mein Junge. Er war groß. Hoho, er war grün. Er war prächtig. Aber die Seeluft machte ihn krank. Er verkümmerte, er schrumpfte und zitterte wie ein klägliches Unkraut im Wind. Also, ich danke dir für deine Freundlichkeit, Edward. Aber ich möchte deinen Baum nicht haben. Edward fühlte sich schrecklich. Oh je, oh weh. Alles, was ich wollte, war doch nur, dir ein schönes Weihnachtsferiengeschenk zu machen. Doch das habe ich nicht getan. Oh, doch, das hast du, Edward. Denk nach, mein Junge. Was habe ich denn am liebsten von allem? Edward zerbrach sich fast die Feuerbüchse beim Nachdenken. Du liebst Geschichten. Natürlich. Das hast du mir ja schon die ganze Zeit über erzählt. Du sagst es, Edward. Ich habe dir eine Geschichte geschenkt. Und dafür danke ich dir, Edward. Also, kommt mal alle her, meine Jungs, und hört euch die Geschichte an. Edward und seine Freunde rollten näher an Salty heran. Und dann begann Salty. Es war einmal eine freundliche, weise Lok namens Edward. Die wollte einer alten, roten Lok gern ein Weihnachtsferiengeschenk machen. Also dampfte sie los und suchte überall auf der Insel. Und was diese freundliche, weise Lok namens Edward Salty schenkte, war genau das, was sich die alte rote Diesellok gewünscht hatte. Eine neue Geschichte zum Erzählen. Das war eine wundervolle Geschichte, Salty. Dann traf der dicke Kontrolleur ein, verkleidet als Weihnachtsmann. Ich wünsche fröhliche Weihnachtsferien, und zwar all unseren guten Freunden hier im Hafen. Die Loks tuteten und hupten. Und Edward pfiff am lautesten von allen. Hupen und Tuten. Es war Saatzeit auf der Insel Sodor. Die Loks dampften eifrig hin und her. Die Bauern pflügten ihre Felder und säten aus. Eines Morgens dampfte Thomas mit zwei Flachwagen voller Stroh zum Hof von Bauer McCall. Als Thomas sich dem Hof näherte, sah er, dass der Himmel voller Krähen war. Sie machten viel Lärm. Da fliegt einem doch die Feuerbüchse weg. Das sind aber viele Krähen. Bauer McCall lief auf eins seiner Felder. Er wirkte ziemlich aufgebracht. Husch! Verschwindet, ihr Krähen! Hallo, Bauer McCall. Ich bringe ihr Stroh. Danke, Thomas. Sieh dir bloß diese Krähen an. Die fressen meine Saat. Haben Sie denn keine Vogelscheuche, um sie zu verscheuchen? Doch, hab ich, Thomas, aber sie ist in einem schlechten Zustand. Ich muss sie reparieren. Wie kann ich denn nur verhindern, dass die Krähen meine Saat fressen? Da flog Thomas eine Idee in den Schornstein. Ich kann die Krähen für Sie verscheuchen, Bauer McCall. Ich kann hupen und tuten. Thomas ließ seinen Dampfkessel brodeln und pfiff ganz laut. Krächzend und kreischend flatterten die Krähen auf und davon. Bauer McCall war hoch erfreut. Gut gemacht, Thomas. Hast du Zeit, mir zu helfen? Ja, klar. Ich habe ihr Stroh ja geliefert. Dankeschön, Thomas. Und damit ging Bauer McCall seine Vogelscheuche reparieren. Thomas beobachtete Bauer McCalls Felder. Zwei Krähen kamen angeflattert. Sie fingen an, Bauer McCalls Saat aufzupicken. Krähen! Da sind zwei! Ich muss wieder hupen und tuten. Aber die Krähen ließen sich davon nicht weiter stören. Blöde Krähen! Thomas dampfte ein Stück vor. Er hupte und tutete noch einmal, um sie zu verscheuchen.
Ich muss dafür sorgen, dass sie sich von den Feldern fernhalten. Also dampfte Thomas hinter den Krähen her und entfernte sich von den Feldern. Die Krähen flatterten und flogen durch die Lüfte. Thomas schnaufte hinterher. Die Krähen fliegen Richtung Dieselwerkstatt. Thomas' Dampfkessel brodelte. Es war anstrengend, Krähen zu verscheuchen. Thomas dampfte auf das Gelände der Dieselwerkstatt. Dort stand Dan. Er machte gerade ein Nickerchen. Die Krähen flatterten zu Dan und ließen sich auf seinem Führerhaus nieder. Sie kratzten und sie scharrten. Sie krächzten und sie kreischten. Die Krähen hatten ihren Spaß. Da sind ja die Krähen. Ich muss hupen und tuten. Thomas ließ seine Pfeife laut ertönen. Krächzend und kreischend flatterten die Krähen davon. Thomas, wieso musst du hupen und tuten, wenn ich gerade ein Nickerchen mache? Tut mir leid, Dan. Ich verscheuche Krähen für Bauer McCall. Ich muss weiter. Wiedersehen, Dan. Krähen verscheuchen. Und schon dampfte Thomas davon. Die Krähen flatterten weiter. Und Thomas dampfte ihnen nach. Die Krähen fliegen ja Richtung Lokwerkstatt. Thomas' Feuerbüchse zischte. Ich muss die Krähen weiter verfolgen. Thomas erreichte die Lokwerkstatt. Dort stand Gordon. Er wurde gerade neu lackiert. Die Krähen flatterten durch die Lüfte und ließen sich auf seinem Dampfkessel nieder. Sie kratzten und sie scharrten. Sie krächzten und sie kreischten. Die Krähen hatten jetzt noch mehr Spaß. Die Krähen! Ich muss hupen und tuten. Thomas ließ seine Pfeife laut ertönen. Da fliegt einem doch die Feuerbüchse weg! Und krächzend und kreischend flatterten die Krähen davon. Tut mir leid, Gordon. Ich verscheuche die Krähen für Bauer McCall. Ich muss los. Wiedersehen, Gordon. Und damit dampfte Thomas rasch davon. Oh, wie demütigend. Die Krähen flatterten durch die Lüfte. Thomas schnaufte ihnen so schnell es ging hinterher. Ich glaube, sie fliegen Richtung Steinbruch. Thomas dampfte so schnell es seine Kolben zuließen. Dieses Mal werde ich sie nicht entwischen lassen. Thomas schnaufte in den Steinbruch. Dort war Mavis damit beschäftigt, schwere Waggons mit Schiefer zu rangieren. Die Krähen flatterten durch die Lüfte und landeten auf Mavis' Waggons. Sie kratzten und sie scharrten. Sie krächzten und sie kreischten. Die Krähen hatten schon wieder ihren Spaß. Da sind die Krähen. Ich muss hupen und tuten. Mavis war überrascht. Sie fuhr mit voller Wucht gegen die Waggons. Scheppernde Schienen! Und krächzend und kreischend flatterten die Krähen davon. Thomas, was machst du denn da nur? Hallo Mavis, ich verscheuche die Krähen für Bauer McCall. Ich muss los. Wiedersehen, Mavis. Auf Wiedersehen, Thomas. Thomas klackerte und klapperte die Strecke entlang. Die Krähen waren nirgends zu sehen. Ich habe sie offenbar endgültig verscheucht. Bauer McCall wird sehr zufrieden mit mir sein. Ich muss ihm Bescheid sagen. Fröhlich dampfte Thomas zurück zum Hof. Er sah Bauer McCall, der ihm winkend bedeutete, anzuhalten. Hallo, Bauer McCall. Ich habe die Krähen weit weggejagt von ihren Feldern. Thomas war zufrieden. Aber Bauer McCall war das ganz und gar nicht. Du hast sie nicht so weit weggejagt, wie du denkst, Thomas. Sieh dir nur meine Felder an. Thomas traute seinen Augen nicht. Bauer McCalls Felder waren voller Krähen. Da fliegt einem doch die Feuerbüchse weg. Ich war so damit beschäftigt, zwei Krähen über die Insel zu jagen, dass ich die anderen Krähen vergessen habe. Und die fressen jetzt meine ganze Saat. Thomas fühlte sich schrecklich. Tut mir sehr leid, Bauer McCall. Ich hätte bei ihren Feldern bleiben sollen. Was soll ich denn bloß machen? Meine Vogelscheuche wird erst morgen repariert sein. Bitte, Bauer McCall,
Ich kann heute Nacht Ihre Felder bewachen. Ich werde hupen und tuten und ich verspreche Ihnen, dass ich keinen Kolben rühren werde. Meinetwegen, Thomas. In dieser Nacht beobachtete Thomas Bauer McColls Felder. Er hupte und tutete immer wieder, um die Krähen zu verscheuchen. Am nächsten Morgen war kein einziges Samenkorn gefressen worden. Bauer McColl stellte die reparierte Vogelscheuche auf. Gut gemacht, Thomas. Du bist wirklich eine nützliche Vogelscheuche gewesen. Meine Vogelscheuche wird dich jetzt ablösen. Thomas' Heizkessel brodelte vor Stolz. Danke, Sir. Thomas war sehr müde. Am besten du fährst jetzt und schläfst dich aus, Thomas. Ja, Sir.